Also wir haben jetzt die Feinschmeckerart und da haben wir F1, müssen wir nicht lesen, ist Charme im Eck, das ist eine erweckte Art. Jetzt können wir natürlich hin hier weitergehen, weil das Ganze kommt aus dem Maggi, aus dem Maggi-Kochstudio. Aus dem SD-Udo. Okay. Den Beutelin halt Rezeptidee. Rezept. Wenn du jetzt magst, unser Reh haben wir ja schon wieder das Schlechte, das Gute. Dann hast du also Ratz, Ratz, RZ, als Zain gelesen, als Sieben gelesen. So, jetzt, wenn du jetzt nachschauen kannst, so ein schöner Wortschatz ist oft sehr hilfreich. Das heißt, das Geheimnis. Es gibt ein Sefer Raziel, das Buch der Geheimnisse. Was dieses Zain R, da gibt also der Fremde, Raziel, du kannst also 7, 200, 207, musst du mal nachschauen, das spiegelt sich. Das sind die meisten Sachen, auch unser, zum Beispiel unser Darm. Die Öffnung deiner Existenz. Wenn du dich spiegelst, weil das ND, weil das ist auf und ab. Das SR, die selektive Berechnung, wird zu einer berechnenden Selektivität. Das heißt, einmal heißt es Fremd, das Fremdseinde, und zum anderen heißt es Geheimnis. Also die Radix 7, 200, 207 ist Geheimnis, Fremdsein, Fremdsein, Geheimnis. Aber das Geheimnis, G, der Geist von Hayom, ist dir doch total fremd noch, bevor ich in dir aufgetaucht bin. Schon in einem gewissen Maß kann man das schon sagen. Das Fremdsein. Und ihr merkt jetzt, dass alles hochinteressant wird, wenn man es geistreich sieht. Wenn ich jetzt merke, ich bin ein träumender Geist und was in mir auftaucht, so wie du das als Materialist ja weißt. Als Materialist weißt du, wenn einer träumt, ist das, was er im Traum zu sehen bekommt, ist eine Traumwelt mit symbolischen Bildern, die ihm, den träumenden Geist, was sagen soll. Und jetzt sag ich, du Geistesfunk, bist ein träumender Geist und du glaubst zurzeit in deinem Traum, das ist eine Traumwelt, der oder derjenige zu sein. Und es ist alles sind symbolische Geheimnisse, bis hin zu deinem eigenen Namen. Mhm. Ja. Und jetzt kommt schon wieder, es gibt keinen besseren und keinen schlechteren Namen. Das ist immer wieder was unscheinbar erscheint, wenn man die ganze Phil von UP, kann man sagen, das ist natürlich wieder ein schöner Zufall, was natürlich noch geheimnisvoll ist, dass genau diese UP euch das so genau erklären kann. Aber wenn ich jetzt mal einen Siegmund nehme, egal was, dass du merkst, prinzipiell gibt es keinen guten und keinen schlechten Namen, sondern ein Namen wird das bedeutet, was du in der Lage bist herauszulesen und umso vielfältiger du liest, was du feststellen, dass eigentlich du genauso genial bist. Von deiner Grundlage. Du hast ja so schön geschrieben dann, wo ist unser Diana mit Johannes? Ich sage immer wieder, wenn du mal anfängst, die Grundlage des Wiedererinnerns, dass hier die Geschichte sich erlaufen wiederholt. Das ist ja laut Bass, habe ich ein paar Mal schon gesagt, heiße ich ja Hans Udo. Wobei ich zuerst nur Hans war, Johannes der Täufer, die zwei Zwillinge. Das ist, und dann meine Eltern, wo die Schwiegereltern gesagt haben, hier, ich habe an, Hans ist uns genug, das ist mein Vater gewesen, und das wollten die nicht, und dann habe ich als zweiten Namen den Udo nachgeschoben bekommen. Das ist aber immer, diese Geschichte wiederholt sich in der Tora mehrere Male. Genau dieser Namen, der Juda und der Johannes, Hans der Täufer, Johannes der Täufer, ich, der Hans, der Erstgeborene, ich muss klein werden, damit er, der Erwachte, in mir wachsen kann. Ich habe ja einen älteren Bruder, einen einzigen, der ist Rudolf. Hochinteressant. Rudolf ist ja das Udo schon drin, wobei rudimentär hast du ja noch Unreife, der noch nicht gar gekochte. Das war der erste. Und da muss man dann hier einen besseren Nachschlag. Und du wirst dein eigener Name, erzählt dir dieselbe Geschichte mit allen Facetten, wenn der Geist die Größe hat, weil du dich selber zu einer Facette von dir selber machst. Darf man nicht aus einer egoistischen Sicht betreiben. Das ist erst, wenn du dich frei gemacht hast, dass das unwichtig ist. Dieselben immer wieder mit dem Glauben. Alles wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und umso mehr du dich löst von diesem Geschwätz deines Egos und dich selbst als nichts achtest und jetzt wirklich die Freiheit nutzt, dem willkürlichen Spiel deiner Gedanken und Traumwelt, das sich in dir abspielt. Wenn du das in der Lage bist, vollkommen aus einer stoischen Ruhe heraus geschehen zu lassen, auch das, was du als Mensch magst und wie du reagierst, dann hast du dich verwandelt. Und das ist einmal grundlegend ein Satz, wo ich so oft wiederholt habe, wenn, angenommen, du glaubst, du bist die Helga, wenn dir diese von dir ausgedachte Helga, die du dir jetzt ausdenkst, die du eventuell zu sein glaubst, jetzt kannst du Sätze für Helga, die Namen, die Menschen, die du zu sein glaubst,
Wenn du diesen Menschen, der du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, wenn du dem bloß ein Promille so wenig wichtig nimmst, wie ich mich als Udo wenig wichtig nehme, nur ein Promille so wenig, hast du überhaupt keine Probleme mehr. Weder in dem von ich will oder ich will nicht. Es gibt nichts, was ich wollte und es gibt nichts, was ich nicht wollte. Als Udo. Dann hast du dich komplett erhoben und dann spiele ich meine Rolle trotzdem. Dann gibt es nicht, ich habe keinen Bock. Ich habe durchaus hier, wo ich oft reagiere, wo ich an jemanden anrufen, wie links, wenn ich jetzt raumzeitlich rede, wo ich immer trenne, ob eine bloß Jammerlappen sind. Das heißt, die sich nur rühren und mich aus einer egoistischen Logik anjammern, wie schlecht und wie scheiße ihr Welt ist und hin und her und also du hörst nicht zu. Oder ob man geistreiche Fragen stellt. Und wenn ich merke, da ist ein Geist, der wirklich sucht, jetzt nicht, dass ihm als Trockennasenaffe besser geht, sondern ein Geist, der wirklich danach versucht zu verstehen, was ist die Wirklichkeit. Wissen kann ich besser, wie du jetzt, der du mir jetzt zuhörst, dass ich mir so in den Arsch aufreiß, dass ich keine Mühe scheue und brauche ich, will ich nicht, gibt's nicht. Ich war nimmer müde, dir das nochmal 10.000 Mal zu erzählen, wenn das nötig ist. Mach mal dein Kinder noch so, ja. Und wenn einer hier meint, er müsste ja kommen, nur ich soll ihm sagen, dass ihm besser geht. Nur besser geht. Das ist, da bin ich so schnell, er mich aktiviert hat, bin ich wieder weg, weil dann lasse ich wie eine heiße Kartoffel fallen. Weil wenn du eins und eins nicht zusammen sein kannst, wenn du wirklich, wer nicht hören will, der muss füllen. Und das Schöne ist auch, selbst der Satz ist dann insoweit ein Blödsinn, weil auf den, der wo kein Geist, der nur KI ist, der füllt ja nichts. Genau so ist es. Das heißt, jetzt merke ich wieder als dieses Ich, ich bin der Einzige, ich bin doch jetzt der träumende Geist. Das ist das, was ich dir sage. Nicht ich, nicht der Udo, den du dir ausdenkst, sondern der Udo, der zu dir sagt, ich bin du. Diese Erkenntnis, ich bin der Einzige, der immer ist. Das musst du für dich akzeptieren, aber das heißt, du musst für dich erkennen, dass du etwas bist, was du nicht denken kannst. Und wenn sich das dann wiederholt hat, dann machen wir ein intimes Spiel, ein Spiel, wo ich mit Ihnen zum Beispiel, wenn er sich jetzt schreibt, ja, das in Ansätzen ja auch, ist er jetzt auch zum Schreiberling für sich selber. Oder die Diana, und jetzt ist es, dass ich dir nichts Schlimmes an, wenn du die 300 Zeilen von der Diana siehst, das ist voll wie wenn du von der Machart, wie wenn du jetzt irgendeine Rot-Blau-Schrift Hologrammatik lesen, du hast genau in dem Stillen noch mit Bildern mit drin, merkst du auch keinen Unterschied? Im Großen und Ganzen? Nee, es ist so. So wie sein letztes Update, es ist so. Das ist, ich sag, du hast gute Kugelschreiber, liegt gut in der Hand. Aber ich schau mal. Das ist übrigens auch so, mit welchen, die ich zum Denken benutze. Du musst einmal, das war ein altes Beispiel, das sind so Kleinigkeiten, wo man sich nicht vorstellen kann. Das sind so, wo ich dir zeige in deinem Traum, wenn mir jetzt in der Schreibwarengeschäft gehen. Ich könnte jetzt als Udo sagen, ich kann in der Hand so gut wie überhaupt nicht mehr schreiben. Ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal mit der Hand groß was geschrieben hätte, außer kleine Bemerkungen, aber das ist ganz weg von mir. Aber wenn du jetzt einmal einen Versuch machst, das ist ganz irre, du gehst in ein Schreibwarengeschäft und du probierst einmal verschiedene Füllfederhalter aus. Einfach verschiedene Füllfederhalter, jetzt speziell Füllfederhalter, gibt es ja teure, edle, es geht nicht um teuer und edel, und du schreibst einfach einmal, selbst wenn du kein großer Schreiber bist, und du wirst ganz erstaunt feststellen, dass du bei manchen Füllfederhalter, wo du bass erstaunt bist, dass du sagst, ich wusste ja gar nicht, dass ich so schöne Handschrift habe. Und dann gebe ich dir irgendeinen billigen. Ich wusste ja gar nicht, du schreibst einfach was und dann drücke ich dir irgendeinen billigen oder einen Schleck. Oder ich mache mal ganz krass so einen ganz billigen Kugelschreiber. Und dann hast du eingekrackelt, obwohl du derselbe bist, der schreibt. Okay? Das ist der Unterschied, dass der Stift, obwohl man es nicht glauben sollte, und dasselbe habe ich, wie ich Tonstudio noch gehabt habe, mit Musikern, mit Instrumenten, dass wenn die Gitarren spielen, mir fällt jetzt ganz dran, mein Christen-Charlie haben wir den genannt, der hat sich dann eine Bassgitarre geholt, der sagt, die spielt von alleine. Als Laie, wenn du das jetzt siehst, andere Bassgitarre, die sind von den Stegen neu zugleich, der spielt auf zwei verschiedenen Instrumenten. Es geht nicht um das Instrument. Das ist so unterschiedlich wie mit dem Kugelschreiber und der ist und sagt, das ist irre, das Ding spielt von alleine. Das ist wie die Hand, hast du gemerkt, der Kopf, der gar nichts macht. Beim anderen war das richtig holzig. Obwohl oberflächlich da gar nicht viel Unterschied war, rein jetzt von den Maßen her. Das ist ja so ein Wunder. Und jetzt, was ist die Moral der Geschichte, wenn ich mir den Kugelschreiber aussuchen kann? Ich sage jetzt zum Beispiel, der Lorbeer, den ich mir jetzt ausdenke, der Lorbeer ist ziemlich gut in der Hand gelegt.
Der Udo Petscher, der hat auch super gut funktioniert. Und jetzt hier mit der Diana, da kann ich auch, der schreibt auch ganz schön schon. Weißenburg mit dem Schwanzstabilo und den Schreibgeräten. Das ist ja auch immer so eine Sache. Und diese ägyptische Figur, ich habe eine ägyptische Figur, den Schreiber, den habe ich im Geschäft im Regal. Und der hat mich immer fasziniert und den habe ich dann in ist Weißenburg Schwanzstabilo eine Schreibfigur. Sie war ja schon in Weißenburg, bevor sie was vom Udo wusste, weil ihre Firma, die hat ja Firma vom Vater, die haben in Österreich, ich weiß nicht, habt ihr das noch von den Marker? Die haben in Österreich den Vertrieb von den Markern, Farbmarkern von Schwanzstabilo. Und die waren in, das ist ja Weltfirma, aber die waren in Weißenburg, ist ein Riesen, das ist wie ein Stadtteil, ist eine Riesenfabrik, eine ganz moderne Fabrik. Die kommen aus Weißenburg und da die in Österreich im Vertrieb für ganz Österreich von den Marker. Und da war die schon mal in einer Betriebsbesichtigung. Schwan ist ja der Schwan Hamsa. Müssen wir den Sanskrit machen. Der Hamsa ist ja der Schwan. Schwanzstabilo. Da werden die ganzen Marker in Weißenburg gemacht. Warst du im neuen Werk schon? Ja. Aber das ist ja auf der, wenn wir jetzt im Indianerbuch sind. Da verknüpft sich schon Sachen, wo die noch gar nicht mehr anders. Also das hängt mit allen zusammen. Die Firma heißt ja Mandowik. Und von Anfang an wird ja Mandowik geschrieben MDW groß. Und dann, wie du mir eingespielt hast, die ägyptische Hieroglyphe von der Schreiber MDW. Ich habe gesagt, dann haut dir den Vogel raus. Das kann man nicht nachvollziehen, das ist was Intimes. Die Synchronizitäten, wo ich sage, dass so viel in deinem Leben kleine Facetten auftauchen, die du nie groß beachtet hast, wo du wirklich feststellst, das sind jetzt Bastelstücke, und ich sage auf den Schaltplan bezogen, das ist der Stecker, der gefällt hat, dass plötzlich, sobald du das geht, der ganz große Bereich der Schaltung fängt zum Laufen an, geht Licht auf, die schon da war, aber ohne Funktion, und durch dieses kleine Teilchen, durch dieses Gedankenfacette, taucht plötzlich ein Riesenkomplex, leuchtet dir schlagartig alles gleichzeitig an, wieso dass das da ist. Mit der Schreibschrift, also man lernt in Deutschland hat man noch Schreibschrift gelernt, also ein bisschen sind ja auch noch rein. Das heißt, da wurde jeder Buchstabe verbunden. Ja? Das Altdeutsch meinst du? Das hat er nicht mal gelernt. Ich schon noch in der Schule. Habt ihr noch gelernt in der Schule? Das heißt, jeder Name oder jedes Wort wurde verbunden. Das heißt, es waren verbundene Buchstaben. Das heißt, ich kam immer auf den Gedanken, weil die Juden sind ja ganz wild drauf, aber die Tora dafür nur von Hand abgeschrieben werden. Jetzt kam ich irgendwann auf den Gedanken, Moment mal, du hast da auch damals Schreibschrift geschrieben. Und jetzt irgendwann habe ich angefangen, Blockschrift zu machen. Das ging mit meiner Bankausbildung los. Da habe ich nur Blockschrift gemacht. Ja? Und da ging die ganze Seele aus der Schreiberei raus. Mit der Zusammenhang geht verloren, willst genau. du sagen, letztendlich. Genau. Wobei jetzt einmal die Schreibschrift selber, darum geht es gar nicht. Was er meint, ist das Altdeutsche. Also ich kann jetzt als Udo Brösel, wo ich sage, wo ich in die Schule gekommen bin, ich hatte noch bei mir, die Sache ist ja vor beim Lernen, zu meiner Zeit, ist definitiv, wir hatten noch Schiefertafeln. Ja. Hast du die drei Linien noch? Wir haben die Schiefertafeln mit dem Griffel noch gehabt. Wenn du das heute dann erzählst, ist es immer wieder, wie wenn ich Fernseh sage, mit Röhren oder so. Das kann sich einer nicht vorstellen. Aber das war das Schöne, dass mein Lernen genau diese Übergangsphase war, dass ich eben das Alte und das Neue gleichzeitig lernen durfte, jetzt raumzeitlich innerhalb dieses Lebens. Und das Wiedererinnern, es wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ja, die Frage ist, hast du den Mut, wenn dir das Leben bietet, abzuspringen? War ja bei euch jetzt mit dem Auszug. Ja. Das sind zwei Sachen. Das ist der Esel, der hinten die Schläge kriegt und vorne, du musst ihm das Neue aufgeben. Die Frage, die ich jetzt einfach nur in den Raum reinstelle, wie viele Altlasten hast du mitgenommen? Ja. Wissen, hast du loslassen können? Das ist Selbsterkenntnis, es geht nicht um schön. Das war mein Beispiel. Wenn du umziehst, ist es so, ich habe immer, früher habe ich ja schon mal gesagt, war viel in Asien. Also 3-4 Mal im Jahr in Asien, aufgrund meiner Jobs, weil ich da was fertigen lernen habe, war ich sehr, sehr kreativ. Und dann habe ich immer so am Pool, ich liege in einem Hotel am Pool, und dann habe ich dann einen kennengelernt, ganz tolle Geschichte, der war wie Ottfried Fischer in seinen schönsten Tagen, also ein Walross. Wird gewesen sein, Mitte 30, ein Walross. Und er hat hier, also das war Mitte der 80er Jahre, in einem ganz feinen Hotel bin ich da abgestiegen, haben wir abgesetzt, was das ja. Und der hat so eine Hammerfrau dabei gehabt.
Also junger Bursch, Solo, also wirklich Model, auch singen, also der absolut irre. Und dann habe ich einen Kopfhörer gehabt, Musik gehört und dann komme ich mit denen ins Gespräch, war Holländer. Ich habe es ja zur Zeit mit den Holländern. Und dann hat er, wo ich das gemeint habe mit Sprüche, aber das ist nicht, dass er, also auch geschäftlich da ist, und zwar ist das ein ganz großer Blumenimporteur, der ist nur mal größer, der ist mit Privatjet. Und der hat hier die Blumen eingekauft, dass der auch laufend drin ist. Und das hast du gemerkt schon rein vom Hotel, dass das ein Holländer, ein ganz großer Blumenimporteur ist. Und mit Musik, weil er musikinteressiert auch ist. Und ich sage, ich habe ein Tonstudio, ich mache hier Lautsprecher, ich bin auch geschäftlich hier. Und dann mit ihm quatscht und mit einem super Verhältnis, was halt im Hotel so am Bull, wenn du rumliegst. Und da war natürlich, wo dann immer geschaut hat, hier seine Dussi, wo rumgelaufen ist, dieses Monster an Walross und diese absolute Gazelle. Und er sagt immer, was die Leute denken, der war so cool. Und hat er gesagt, pass auf, was sieht schön aus, hat er gesagt. Aber die kommen bei mir mit einer Plastiktasche und die gehen mit einer Plastiktasche. Das haben wir gemerkt. Die kommen mit einer Plastiktasche und die gehen mit einer Plastiktasche. Und solange sie da sind, das ist so, das hat so nachgeklungen. Und dann habe ich nochmal, ich mache mal so aus dem Leben gegriffen, der Schwanz. Und dann habe ich hier meinen Harold. Das habe ich Diskothekenanlagen ja sehr viel gebaut, also Beschallungsanlagen, professionelle. Und das ist also, das ist mir noch nie in meinem Leben passiert, dass man immer Angebote abnehmen muss. Und ich habe hier gar nicht mit Feitschen, weil ich wusste, ich bin der Beste mit meiner Technik. Und da ist so eine miese Zahlungsmoral. Und das war auch eine ganz große, die hat 4-5 Diskotheken gehabt bei uns, auch in, zum Beispiel in Gunzenhausen, wenn die hier fahrt nach Ansbach, kommt wieder hoch. Das ist hier, so, was können wir extra reden, damals, der McDonald's, dann hat er angefangen mit Doofs aufzubauen, die er hingebaut hat, aber ganz genial mit den Verträgen. Und der Typ, der ist so hart gewesen, das ist, wenn du da einmal das Vertrauen hast, das erste Mal mit einem Angebot. Und das Problem war, dass wir zwei große Diskothekenmacher hatten, jetzt nicht so Burschen, die ein Disco machen, sondern die 5, 6, 10 Diskotheken, also Konzerne hatten. Das ist Müller gewesen, das ist übrigens in Ellingen bei uns hier, das Bascha. Wenn du jetzt gehst, der hat mittlerweile total, der Hermann, total gewechselt, das ist, vielleicht habt ihr in Köln das größte Aero-Center, wo im Fernsehen schon der Bascha-Club. Das erste Bascha überhaupt war in Ellingen. Hier unten, ich kann es euch zeigen, und der Besitzer, der junge Busch, war der Hermann Müller, und er hat Diskotheken gemacht, dann hat es ein Bascha Nürnberg gegeben, das waren nur Diskotheken. Das ist dann Bismarck Grötzte Großraumdiskothek, das war dann in Augsburg. Und der ist jetzt dann komplett umgeschwingen auf den Rotlichtmilieu, weil man da mehr Geld verdienen kann. Das ist also Bascha Dresden, Salzburg Köln, das sind ja 8 Stockwerke, ist ja zigfach schon im Fernsehen gewesen, also soll sehr seriös sein. Lassen wir mal, das war der eine große und der Harold war der andere. Und jetzt ist das Problem, dass der Hermann alles bei mir machen kann hat und dann wollte ich beim Harold rein, was natürlich Konkurrenz ist hier in der Gegend. Und der hat eine neue Diskothek aufgemacht und dann sagt er, ja, einen Termin ausmachen, dann fahre ich heute Abend um 7, soll ich hinfahren, jetzt pass auf, was der gemacht hat. Dann fahre ich hin, weil ich denen ein Angebot abgeben will und dann sitzen hier nochmal 3 Typen, die Diskothekenanlagen bauen, aus Nürnberg, aus Feuchtwangen, die hat die gleichzeitig bestellt. Der hat die gleichzeitig bestellt. Die wollten ihnen alle ja auch noch verkaufen. Und die hat er gleichzeitig kommen lassen und gesagt, jetzt erzähl dir mal, was machst du? Die Vorschläge, auf jeden Fall, ich habe mich da durchgesetzt mit Argumentationen, weil er festgestellt hat, dass ich so denke wie er. Pass auf! Nämlich ergonomisch. Der eine sagt, ja, Plattenspieler, da machen wir die 2 Technics, das ist der Scratch-Plattenspieler, kostet damals 1200 Mark der Plattenspieler. Das war praktisch in jeder Diskothek, alle haben Technics-Plattenspieler stehen. Dann fragt er mich, was ich ihm verkaufe, dann sage ich 2 Quartett, der kostet 189 Mark, der Technics 1200 Mark. Ja, das ist doch hier, dann sage ich, die natürlich, was willst du denn mit dem billigen Zeug? Also ich pass auf, dein Technics ist 1 Jahr Garantie, ich gebe auf den Garrick 10 3 Jahre Garantie, was nicht drin ist, kann ich kaputt gehen? Keine Frage. Pass auf, keine Frage, dass der Technics, wenn du jetzt professionell mischen tust und scratchen tust, ist jetzt der ist nicht umsonst
für den Zweck der beste Plattenspieler. Die Schwierigkeit ist, dass du keine Hip-Hop-Nachtclub, das ist eine reine Diskothek, Bauerntanz, wo zu 99% ja. Foxtrot gespielt wird. Und die ganzen Discjockeys, die du benutzt, da ist keiner, der scratcht, sondern die legen Platten auf und blenden von dem Foxtrot-Lied zu dem oder von dem Disco-Lied zu dem. Habe ich gesagt, das ist das Erste. Und da ist null Unterschied zwischen den Garrett und den Technics. Bloß der Technics kostet 1200 Mark und der Garrett kostet 189 Mark. Und ist 3-Jahr-Garantie drauf. Das heißt, ich garantiere dir, dass der weniger kaputt geht. Selbst wenn er kaputt geht, jetzt rechne dir mal aus, wie viel Garrett du dir kaufen kannst für einen Technics. Und ich sage jetzt nicht, dass du das Geld einsparen sollst. Ich will ja auch einen Umsatz machen. Aber ich denke so, das war mein erstes Prinzip, ich denke so, dass wenn ich, das war mein ganzes, mein Geschäftsprinzip, ich habe die totale Ahnung, sage ich ja mal für mich, was würde ich für mich kaufen, wenn ich jetzt als Privatmann das Wissen hätte und ich gehe in einen Laden und hole mir was. Und ich sage mir, schauen Sie erst einmal, wie viel Geld willst du ausgeben? Und wir verteilen jetzt das Geld so, dass das sinnvoll ist. Das sage ich, das Geld ist nicht, dass ich jetzt sage, das ist billiger, das sparst du, sondern das solltest du schon ausgeben oder mach mal ein paar Funzellichter mehr rein, da hast du was davon, weil das Geld, wo du einsparst mit den zwei Garrett, mache ich dir lieber mehr Licht rein, das sehen die Leute. Die Musik, die läuft, der tanzt, kriegt keinen Unterschied, ob da ein Garrett steht oder ob eine Technik steht. Und so ist das den ganzen Abend gegangen. Die sind immer blasser geworden und dann habe ich natürlich einen Auftrag gehabt. Und das war dann bei mir, die, wo mich kennengelernt habe, wo ich das auch sehr seriös durchgezogen habe, war ja über 15 Jahre, was ich bestimmt dann die 100 Diskotheken und Nachtclubs gemacht habe, also insgesamt auch am Kommen und Gehen, die haben gar nicht mal ein Angebot gewollt. Harald ruft an, der Miller ruft an, du pass auf, ich mache eine neue Disco, bau was rein. Die wollten immer mal ein Angebot, weil die wussten mein Denken. Aber jetzt komme ich zu dem Harald, das ist zum Beispiel der Typ damals B2-Netz, der kommt zu mir hergefahren am Laden, da kommt er rein, bloß um zu sagen, das ist mein Pfennigfuchser ohne Ende. Ein ganz bodenständiger, der hat aus dem Nichts sich das erarbeitet. Hat er 928er Porsche gefahren und einen 500er Mercedes. Also jetzt bloß nebenher zum damaligen Zeitpunkt das Größte vom Feinsten, eine Riesenvilla und mehrere Läden, aber ein Malocher, der ist in seiner Disco, obwohl er so war, auch wenn er gekotzt hat auf dem Klo, Entschuldigung, der war sich nicht so fein, wenn keiner da war, das wegzumachen. Das war, er ist voll auf dem Boden blieben, aber der kommt hier mit dem 928er angefahren, dann kommt er, dann quatschen wir oft bloß einen Kaffee trinken und dann geht er zum Auto, dann sich ein Weigel, dann kommt er wieder rein und sagt, kann ich bei dir mal schnell anrufen? Es war nämlich aus seinem B2-Netz-Autotelefon ein Anruf und wenn er vom Autotelefon anruft, kosten was und wenn er aussteigt und zu mir reingeht. So war der, aber jetzt pass auf, der Spruch, dann hat er am Gardasee hat er eine große Yacht gehabt und er sagte, wir liegen da am Buhl und dann komme ich ins Gespräch, dann ziehe ich an, dann denke ich mir, der war nicht so auf Neureich, jetzt könnte ich sagen, der hat es erarbeitet und dann bin ich mit denen ins Gespräch gekommen von dem Urlaub, das ist auch so ein super Spruch, den habe ich mir gemerkt, dann hat er gesagt, hier und dann habe ich sofort gesehen, der hat Geld und weißt du, woran ich das gesehen habe? Weil er einen Jogginganzug von der Negro angehabt hat. Wenn du in einem 5-Sterne-Hotel bist und du läufst mit einem Jogging, das leisten sich nur welche, die wirklich Geld haben. Die mit Dior rumlaufen, das sind alles Blender. Das muss doch mal, das sind Sachen, wo du lernst, gell? Wo du wirklich lernst, wenn einer in einen Schickimicki-Laden mit einem Jogginganzug von der Meter rumläuft, total cool, der hat Geld, der hat es nicht mehr nötig, aber die Blende, die schmutzen. Das finde ich cool. Ja, so ist das Leben, Leute. Das ist auch so viel, das sind so viele Geschichten, die verknüpfen sich dann irgendwie selbst mit deinem Selbstgespräch, wo du hast, ich könnte jetzt auch einmal, wo ich dann schmunzel, Dini hat mich einmal eingeladen, da waren wir mal Leute, und da sitzen wir so auf der Terrasse von dem Hotel und da waren ein paar so aus so Möchtegans, der auch richtig laut aufgesprochen hat. Und dann hier mit Wissen über Religion haben sie es gehabt. Und da sind wir schon ganz ohr gewesen. Und dann hat er richtig so laut, ich weiß gar nicht, wie wir ins Gespräch kommen, und dann hat er so angegeben. Und dann ist es gegangen hier, wo er groß gesprochen hat, Mene Tekel Ufersin. Nochmal, was? Mene Tekel Ufersin. Er sagt, das wissen ja sowieso die meisten nicht, was das bedeutet. Und hier so, und das große Geheimnis, Mene Tekel Ufersin. Und
Dann habe ich ja Zeit, er hat er noch gequatscht, und habe ich neben ihm ganz plötzlich laut angefangen zu sprechen. Die Mitternacht zog näher schon in stummer Rulat Babylon. Nur droben in des Königsschloss, da lander flackert des Königs Dross. Dort oben in des Königssaal besaß er hin sein Königsmacht. Und dann ihm fällt es, der weiß es, hat er gesagt, der weiß es. Nein, die Besatzergeschichte. Aber das ist immer wieder, man schmückt sich mit Wissen, wo man einfach nur geistlos rezitiert. Und ich sage, wenn du Geist wirst, wirst du neugierig. Wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder. Das Philosophenkind, das du bist, im tiefsten Innern, obwohl du das vergessen hast. Ihr wisst, wie oft ich gesagt habe, Philosoph, die Liebe, das heißt die Liebe zur Weisheit. Ein Philosophieprofessor ist eine reine Rezitiermaschine. Lasst uns wirklich einmal den Spaß machen, lasst uns an den Computer hinsetzen, wir gehen und lesen Philosophieprofessoren Vorlesungen von Universitäten. Nicht, dass die was Falsches, Verkehrtes, das wirst du von mir nie hören, aber dir wird immer mehr bewusst, es ist ein reines Rezitieren von Wissen von irgendwelchen, die das vorher entdeckt haben. Und selbst dann die wenigen deutschen Philosophen der Neuzeit, wo man noch eigenes Denken, Jaspers und so weiter, Heidegger zuspricht, ist eigentlich mit Holofeeling, wenn du das verstanden hast, ein Wischiwaschi von Wissen, von Glauben. Es ist ein Rezitieren wie in der Physik. Und ich sage jetzt, was ein Philosophieprofessor ist, im tiefsten Wortsinn kein Philosoph, ansatzweise. Was ein wirklicher Philosoph ist, das ist der kleine, krabbende Hosenscheißer, der alles in den Mund nimmt, der sich noch eins machen will, bis man sagt, nein, bäh. Das darfst du nicht essen, das darfst du nicht glauben und das darfst du überhaupt nicht glauben, Helga. Also wenn du, wo kommt man denn da hin? Das ist dieses Kind, das noch seine Welt erforscht, das neugierige Kind, das sich eins machen will, das ist ein Philosoph. Der sucht die Weisheit und nicht einer, der irgendwelches Wissen von angeblichen anderen rezitiert, weil man ihm das erzählt hat, dass die das angeblich gesagt haben. Es steht doch in Büchern. Und ich sage, was ist ein Buch? Jetzt sind wir wieder. Du hast Worte vor dir und dein Intellekt selber wird hier Welt in dir entfalten. Das ist ein vollkommen neues Weltbild und das ist der Übergang, ist eben dieses, das Vergehen, du kriegst das nicht mit. Ich kann immer wieder, wenn du jetzt dieses Vergehen erwartest, das Vergehen kriegst du überhaupt nicht mit. Du kannst selber mit dir experimentieren. Ich habe so oft gesagt, versuche mal genau den Punkt abzuwarten, wo du einschläfst, wo wirklich dir der Faden lässt. Das gibt es, eine Blackbox. Du hast jetzt Gedanken, wo du noch gedacht hast und jetzt denkst du was und dazwischen drin, wenn du jetzt ein Zeitfenster, du spannst mein berühmtes 22 Uhr, 8 Uhr Beispiel, du spannst ein Zeitfenster auf, wo du jetzt deine letzten Gedanken, die du in der jetzt gedachten Vergangenheit noch gedacht hast, ich schaue um 3 Uhr auf die Uhr, das weiß ich noch, um 3.10 Uhr auf die Uhr und jetzt ist 7. Ja, um 3.10 Uhr habe ich noch auf die Uhr geschaut, da habe ich wahrscheinlich kurz danach was gedacht, aber irgendwann muss ich dann eingeschlafen sein, weißt du, ja, wie logisch. Ja, das sind Gedanken, die du jetzt denkst. Du merkst nur, wenn du kommst. Dieser Satz, in dem Moment, wo du sagst, wach, ich bin wach. Boah. In dem Moment, was du noch nicht mal bis hell dunkel ist, wenn du die Augen aufmachst. Ich habe ja zur Zeit, ich wäre ja jetzt ein alternierender Mann, und mit dem alternierenden Mann hast du automatisch eine Vorsteherdrüse. Der. Und ich düse und düse. Nimmst du aus dem Schausenstück und bring die Liebe. 4-5 Mal in der Nacht. Jetzt kann ich mir das einreden lassen, dass ich kann nun zu einem Arzt gehen und kann mir einreden lassen, es ist eine Krankheit. Aber das ist ein totaler Blödsinn. Das ist, wenn du die Symbolik verstehst, ein Entwicklungsprozess. Da ist was in dir drin, das hält dich immer mehr wach, dass du da bleibst, dass du diese Bewusstheit kriegst. Es läuft nie was. Das ist wie graue Haare, Falten. Das ist überhaupt keine Krankheit. Das natürliche Alter des Menschen ist genauso wenig wie eine Krankheit, wie wenn eine Raupe zum Spinnen anfängt. Die macht eine neue Hülle und das, was in dieser neuen Hülle drin ist, löst sich zuerst einmal auf und verwandelt sich. Das sind Symbole. Und wenn dich für diese Welt interessierst, wirst du merken, die ist tausendmal realer wie das, was du bisher als Realität betrachtet hast.
Das ganze Leid- und Geldsystem der Medizin, all das ganze Zeug ist nicht das, was verkehrt läuft. Ich betone es nochmal, da ist nichts falsch gelaufen in der Schöpfung. Das sind die Fehler in dem Führerscheinprüfungsbogen, die ich mir ausgedacht habe. Und wenn dir das bewusst wird, was du bist, lässt du das ganz einfach geschehen.